Freunde, heute wieder in der Küche von der Tina und ihrem Freund. Und vielen Dank, dass ihr uns... Darf ich den Namen sagen? Welchen? Von Matthias. Hast du ja gerade. Okay, von Matthias. Und auf jeden Fall dürfen wir hier in der Küche drehen. Und wir machen was richtig Cooles, denn wir machen Ossi-Rezepte, DDR-Gerichte. Und zwar machen wir heute kalter Hund. Auch bekannt als kalte Hundeschnauze bei anderen. Und die Tiny ist hinter der Kamera auf jeden Fall. Und ich habe schon hier alles vorbereitet. Wir brauchen Vollmilch, Kuvertüre. Ich habe über Overtüre gesagt. Zartbitter auch. Vanillinzucker, Schlagsahne, Kokosfett und Butterkekse. Das Rezept ist in der Beschreibung mit verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten. Genau, wir brauchen eine Backform. Das ist ganz wichtig, eine Backform, Leute. Und ein bisschen Backpapier da rein. Dann können wir eigentlich direkt schon starten. Und ich möchte an dieser Stelle noch dazu sagen, ich bin kein Koch, ich kenne mich nicht aus. Ich bin zwar gelernter Bäckergeselle eigentlich. Und ja, deswegen mache ich das jetzt mal Freestyle, so wie ich denke, dass das passt. Ja, das denkt man gar nicht, dass ich mehr Bäcker war, ne? Das ist zwar auch schon wieder 15 Jahre her. Aber ja, Schlagsahne schlagen wir auf. Dafür brauchen wir ein Handrührgerät, Tina. Und damit schlagen wir jetzt einfach... Wo ist die Steckdose? Zack. Warum haben wir aber Steckdosen? Ach so, nee, das sieht normal aus. So. Die ersten 200 Milliliter Sahne werden jetzt geschlagen. Ich koche so selten, Leute. Kochst du eigentlich oft, Tina? Nö. Gar nicht? Aber du, bist doch so gesund. Du, was, ihr seid doch beide so gesund und so fit. Das heißt nicht, dass man kochen muss. Achso, das gibt's wohl alles schon fertig, oder was? Let's go! Ein bisschen cremig schlagen, war glaube ich im Rezept gestanden. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Schokolade warm. Wie machen wir die warm? Machen wir in der Mikrowelle? Machen wir in der Mikrowelle. Hast du eine Glasschüssel? Nee. Nein? Echt nicht? Nee. Echt nicht? Habt ihr eine Glasschüssel? Habt ihr keine Glasschüssel? Doch. Wo denn? Nee. Wasserbait. Das reicht doch nicht aus. Kennt ihr das Regenbogenglas von McDonald's? Habt ihr was davon mitgekriegt? Es gibt gar ein Regenbogenglas. Ja, oh, das ist perfekt. Das ist noch, das gehört zum anderen Video, Leute. Das ignoriert ihr jetzt einfach mal. So, also zack und 1, 5, 1. Das muss man ja nicht komplett aufkochen lassen, das Wasser. Das muss ja bloß warm werden. Ja. Mann ey, das ist immer... Warum ist Kochen? Warum macht das immer so viel Dreck? Ich habe schon vorhin immer versucht, ein bisschen hinterher zu räumen, so. Und warum im Wasserbad? Also wenn ihr eine Mikrowelle zu Hause habt, könnt ihr das auch in der Mikrowelle machen mit einer Glasschüssel. Aber warum in einem Wasserbad ansonsten auch mit der Mikrowelle gut aufpassen? Weil Schokolade kann sehr, sehr schnell anbrennen. Und das ist nicht geil, wenn die anbrennt. Deswegen macht man das Topf in Topf. So, Schokolade ist drin. So, zweimal Vanillinzucker, den Rest schenke ich euch. Das
Folgen Sie mir einmal zu meiner Schüssel. Und die kommt auf jeden Fall da mit Nei. Ich habe jetzt irgendwie vergessen, was mit dem Kokosfett ist. Also, vielleicht zur Schokolade mit rein? Ich denke auch, eigentlich gehört das zur Schokolade, damit die Schokolade... Sollst du nochmal das Rezept lesen? Nö, das habe ich nicht dabei. Oh. Mann, das voll Schnauze. Ja, es soll ja ein bisschen improvisiert und lustig sein. Lustig sind wir, lustig, denn ich glaube, das kommt nicht auch mit zur Schokolade. Also, ballern wir das damit? Nein! Ey, die sieht aus wie weiße Schokolade. Probier mal. Das ist eklig. Boah, das ist eklig. Boah, das ist doch in der Kühltheke drin, ne? Mhm. Kennst dich aus, ne? Alles? So. Ja. Also 50 Gramm fehlen. Also ich glaube, das ist falsch, oder? Warum? Das Ganze? Ja, ja. Die ganze Packung? Ja, ja. Wo stand das? 200 Gramm steht da. 250. Ja, wie viel ist drin? 150 Gramm kommen rein ungefähr. Jetzt müssen wir mal zu gehen. Das ist doch ein Kilo, oder? Ja, nee, es sind 250, die da sind. Warte mal. Wenn ich meine Kamerafrau nicht hätte. Was ist ein Lips? Ich will keine Lips. Jetzt sind es 150 Gramm. Nee, doch 150 Gramm. Brauchst du ein bisschen Fett? Mhm. Mann, was mache ich denn mit, was macht man denn mit so einem scheiß Fett? Ich dachte, wir sind zu gesund. Okay, gut. Dann warten wir, bis der Rest fertig ist. Ja, das fängt schon an. Das läuft. Gut, dann sind wir gleich zurück. Warte, halt mal drauf. Dann sind wir gleich wieder da, wenn das Ding geschmolzen ist. Schon ist sie geschmolzen. So schnell geht das, Leute. Das ist ja Zauberei hier im Schnitt, sage ich euch. Also auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, dass wir uns irgendwie ein bisschen verrechnet haben mit dem Kokosfett jetzt. Ich habe mich verrechnet mit dem Kokosfett. Aber das sieht schon so dünn aus, dass wir das lassen. Wir lassen die letzten 50 Gramm weg. Weil die sind schon so, das ist schon so dünn. Da lassen wir uns mal drauf ankommen, würde ich sagen. Wir freestylern hier ja sowieso. Das Vanillin haben wir schon reingemixt. Die Sahne ist cremig. Jetzt kommt also der Spaß dazu. Das ist heiß. So. Oh, das ist geil. Entschuldigung, ich hab's nicht in die Kamera gezeigt. Oh, das ist geil. Oma, wenn du das siehst, schick mir mal das Rezept für einen Papageienkuchen. Dann machen wir den auch mal. Und schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr noch ostdeutsche Gerichte, die wir nachkochen sollen? Dann los, wir mixen. Let's go. Oh mein Gott, mein Glas. Möchtest du ablenken? Nein? Ich liebe das. Kennt ihr das noch, wenn ihr bei den Eltern wart und die haben was gemacht, Kuchen oder die Oma und dann... Geil. Boah, schmeckt gut. Ich habe keine Ahnung, wie daraus jetzt ein Kuchen werden soll. Wobei das bei den Ossis eh so war. Es klingt immer nach irgendwas, was man kennt. Und dann war es aber gar nicht das. So wie Jägerschnitzel. Jägerschnitzel ist kein Schnitzel. Und ein geiler Hund ist kein geiler Hund und kein Kuchen. So. Wir haben uns jetzt hier die Leibniz-Kekse, nein, wir haben uns jetzt hier die Butterkekse zurechtgelegt. Und ich glaube, die erste Schicht sollte Schokolade sein. Das ist ja voll unhygienisch.
So. Wir ballern mal mit der ersten Schicht Schokolade. Boah, das ist richtig viel Schokolade. Auf jeden Fall. Jo, okay. Und dann kommt eigentlich eine Schicht Kekse, so wie ich das verstanden habe. Wann hast du schon mal, wann hast du das letzte Mal kalter Hund gegessen? In meiner Kindheit. Echt jetzt? So lange ist das her? Hast du so lange keinen mehr gegessen? Ja. Du? Weiß nicht mehr. Irgendwie vor ein paar Jahren das letzte Mal, glaube ich, da ist mal jemand auf Arbeit mitgebracht. Boah, ich glaube, ich habe zu viel Schoko gemacht. Boah, ist das übel! Was hat das Ding für Kalorien, bitte? Du als Ernährungsexpertin, was sagst du? Kalorien? Unzählbar. Oh, das ist ein bisschen schräg. Der wird auf jeden Fall nicht schön, aber es ist auch mein erster Versuch. Muss ja nur schmecken am Ende, wa? So, und noch eine Schicht. Oh shit. War das viel? Also ich glaube, so vier Schichten kriegen wir schon hin. Locker flockig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so voll wird. Zack. Zack, zack. Hätte man jetzt zum Beispiel, wäre man kreativ, das habe ich zum Beispiel gesehen bei den Rezepten, hätte man auch in die erste Schicht unten zum Beispiel eine komplette Schicht Smarties machen können und dann die Schokolade drüber, dann habt ihr nicht am Ende, wenn man es umdreht, hat man dann nicht Smarties oben drauf zum Beispiel, so für Kindergeburtstag oder so. Das ist ein richtig geiles Rezept. Übrigens, wenn ihr mal richtig geile Kochvideos sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal bei Yo Easy Kitchen vorbei, der ist am Ende verlinkt, weil der macht richtig geile Kochvideos. Nicht so stümperhaftes Zeug wie ich, weil der ist auch gelernt. Aber ich werde vielleicht trotzdem mal bei ihm vorkochen in nächster Zeit als eine Challenge oder sowas. So, letzte Schicht schon. Ich hab den gekleckert, Tina. Oh Gott. Ich glaube, das war die letzte Schicht jetzt. So, okay. Und die letzte Schicht endet nochmal mit Keksen. Versuche ich mal ein bisschen genauer zu arbeiten beim Spachteln hier. Das kriegt ihr aber auch nicht gut gebrochen. Doch! Haha! Weil das ist jetzt der Boden eigentlich dann. Guck mal, wie gut es geworden ist, Tina. Wunderschön. Boah, übelst gut. Das ist eigentlich so das fertige Gericht jetzt. Das war's schon, also es ist wirklich ziemlich einfach. Und ja, wenn es fertig ist, zeigen wir euch mal das Ergebnis, wie das Ganze dann ausschaut. Ja, guck mal, wie schön man das zusammenfalten kann. Genau, bis dann. Und der Kuchen ist schon kalt, das habe ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber den holen wir jetzt mal raus. Ui, ich bin so gespannt. Oh, der ist eigentlich nicht. Alter! Alter! Da ist voll viel Feuer drin. Okay, vielleicht fettet ihr das doch lieber ein, anstatt das zu nehmen. Aber es geht schon irgendwie. Oh, was für eine Sauerei. Ich muss nochmal. Es tut mir so leid. So. Das ist das gute, fertige Stück. Und den schneiden wir jetzt noch schnell auf, um zu gucken, ob der passt. So, gucken wir mal, ob der innen auch schon kalt ist. Jetzt habe ich ihn einmal komplett rumgedreht. So. Oh my goodness. Oh, das ist jetzt scheiße geschnitten von mir. Aber der schaut gut aus soweit. Was war das denn jetzt? Muss ich dann wohl leider essen. Oh, das ist also nichts mit dem Schneiden, glaube ich. Ich mache das ein bisschen dicker. Schneiden, nicht drücken beim Messer, Leute. Oh shit, sieht das übel aus. Oh my goodness, okay. So. So schaut das gute Stück aus und dann probiere ich das gleich mal. Probiere hier so ein Stück. Alter, das ist schokoladig, fuck.
glaube, also er schmeckt gut und er ist reduziert von den Kalorien, weil ich ja Kokosnussfett vergessen habe. Er schmeckt aber echt gut, aber ich bin der Meinung, ich hätte die Schichten noch ein bisschen dünner machen können. Also macht ruhig ein bisschen weniger Schokolade dazwischen, wie ich jetzt. Dann sollte der perfekt sein. Und guckt, hier wäre jetzt die Smarties, wenn man die unten reingelegt hätte. Genau, und das war's. Das ist der Schokokuchen. Mega nice. Ich bedanke mich bei Matthias und Tina, wo ich hier in der Wohnung drehen durfte, in der Küche. Vielen, vielen Dank. Und wenn euch das gefallen hat und ihr noch mehr Ossi-Rezepte sehen wollt, dann schreibt mir mal eure Ideen, was ihr denn noch so drehen könnt und ob ihr noch sowas sehen wollt. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Like und Abo und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Bla bla blub. Und das war's auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Video. Sayonara!